Ich verliere den Verstand. Ich verstehe die Denkweise dieser Unterdrücker nicht. Da sind palästinensische Babys, die getötet werden. Da sind Kinder, die neben den toten Körpern ihrer Mütter sitzen. Es gibt keinen Strom, es gibt keine Lebensmittel und kein Wasser. Die Gebäude sind zerstört. Einige Menschen bleiben nachts auf der Straße aus Angst, bombardiert zu werden. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Das ist Gaza, das ist Palästina. Ich habe so viele Videos auf Instagram gesehen. Die Verfolgung der Unschuldigen zu sehen, vernichtet einen. Auf der einen Seite gibt es Menschen aus allen Religionen, die gegen die Unterdrückung nicht schweigen können und Free Palestine rufen. Auf der anderen Seite gibt es Staaten, die die Proteste verbieten. Könnt ihr euch das vorstellen? Man darf protestieren, indem man den Koran verbrennt, aber es ist nicht erlaubt, gegen Kindermörder zu protestieren. Wenn ihr zum Beispiel in Frankreich die Rechte der Zivilisten in Gaza verteidigen wollt, könnt ihr als Terrorist abgestempelt werden. Wenn ihr sagt, lasst uns in Deutschland protestieren, wird euch mit Abschiebung gedroht. Warum? Ist es eine Lüge? Sterben dann nicht Tausende von unschuldigen Palästinensern vor euren Augen? Ist das ein Film? Handelt es sich bei den leidenden palästinensischen Müttern, die wir sehen, um Hollywood-Schauspielerinnen? Warum sperrt ihr Tausende von Konten auf Social Media? Sie verteidigen Palästina, haben aber nichts mit Hamas zu tun. Warum bringt ihr sie zum Schweigen? Ihr behauptet, dass es im Westen Rede- und Meinungsfreiheit gibt. Nein, ihr wollt nur Freiheit für eure eigene Meinung. Ich habe gerade einen Nachrichtenbericht gelesen. Der amerikanische Senat hat über die Unterstützung für Israel abgestimmt. Wisst ihr, wie viele der 97 Mitglieder sich gegen eine Unterstützung Israels aussprachen? Null. Gibt es nicht einmal eine Person mit Gewissen? Das ist das pure Böse. Ich dachte nur, der Teufel ist das reine Böse. Aber jetzt habt ihr mir gezeigt, dass sogar ein Mensch rein böse werden kann, wenn er dem Teufel folgt. Habt ihr euren Verstand verloren? Habt ihr kein Herz? Warum bedroht ihr junge Menschen, die an der Harvard-Universität für ein Ende des Krieges protestieren? Als ich ein Kind war, bewunderte ich Hollywood und war von Ländern wie Amerika und Europa sehr beeindruckt. Ich dachte immer, dass sie tugendhaft waren. Sie schätzten die Meinungsfreiheit. Sie waren fortgeschritten. Sie haben eine hohe Moral. Denkt mal darüber nach. Es ist ihnen sogar wichtig, ob der Strohhalm, mit dem ich meinen Kaffee trinke, aus Papier oder aus Plastik ist. Denn Plastik ist schädlich für die Umwelt. Wir verwenden lieber Papier. Was für tugendhafte Menschen jedoch seid. Meine ganze Wahrnehmung über den Westen hat sich verändert. Bei den letzten Anschlägen starben mehr als 30.000 zivile Palästinenser. Und sie sterben weiter. Wart ihr nicht die führenden Politiker der Welt, die aufstanden und die Welt erschütterten, als 12 Menschen bei den Anschlägen auf Charlie Hebdo getötet wurden? Seid ihr nicht gemeinsam Seite an Seite gegangen? Waren diese 12 Menschen menschliche Wesen, aber diese 30.000 Menschen irgendwelche Tiere? Ist das der Grund, warum es euch nicht interessiert? Nein, ihr seid sehr empfindlich, wenn es darum geht, auch die Rechte von Tieren zu schützen. Wenn Muslime 30.000 Tiere getötet hätten, hättet ihr sie vernichtet. 30.000 Menschen. Wenn ihr uns nicht glaubt, schaut euch die Zahlen der internationalen Organisationen an. Sind diese Zahlen in den Statistiken gelogen? Sind diese Videos der leidenden Menschen in Hollywood gedreht worden? Oder sind das professionelle Schauspieler? Oh, ich vergaß. Ihr wisst nur zu gut, wie man Menschen manipuliert. Ihr macht Filme wie Pearl Harbor, ihr habt Atombomben abgeworfen, ihr habt 200.000 Menschen getötet, aber ihr gebt euch immer noch als unschuldig aus. Unsere Ältesten haben immer eine Geschichte über eine Ameise erzählt. Nimrod zündet ein Feuer so groß wie die Berge. Er will den Propheten Abraham, Friede sei mit ihm, darin töten. Zu dieser Zeit trägt eine Ameise einen Tropfen Wasser. Sie fragen die Ameise, wirst du dieses große Feuer mit einem Tropfen Wasser löschen können? Was hast du vor? Die Ameise antwortet, ich weiß, dass es nicht ausgehen wird. Ich wollte nur zeigen, auf welcher Seite ich stehe. Wenn ich über den Westen spreche, verurteile ich nicht alle. Ich sehe Millionen von Menschen, Juden, Christen, Atheisten, die sich gegen den Völkermord stellen. Aber diejenigen, die die Angriffe unterstützen oder diejenigen, die schweigen, das Blut dieser Kinder klebt an euren Händen. Natürlich hat all diese Unterdrückung und Gewalt gegen unsere Brüder und Schwestern nicht erst am 7. Oktober begonnen. Das geht schon seit der Gründung des Staates Israel so. Heute sind es 75 Jahre und immer gibt es jedes Jahr Nachrichten über die Verfolgung des palästinensischen Volkes durch Israel. Zu jedem Ramadan greifen sie Muslime in Jerusalem, in der Masjid al-Aqsa an. Es gibt eine Tabelle, die die israelischen Angriffe von 2008 bis 2020 aufzeigt. Es ist vermerkt, wie viele Verluste jedes Jahr zu verzeichnen waren und von welcher Seite sie stammen. Jedes Jahr wurden Tausende von Palästinensern grundlos verletzt
Im Jahr 2018 wurden 30.000 unschuldige Palästinenser verletzt, darunter Frauen, Kinder und ältere Menschen. Diejenigen, die glauben, dass der heutige Vorfall Israels Selbstverteidigung ist, sollten sich also die Realität ansehen. Denn Israel hat die Palästinenser bereits angegriffen, bevor sie selbst angegriffen worden sind. Und das Ergebnis ist, dass wir heute hier sind. Bei den jüngsten Ereignissen haben wir fast 35.000 Märtyrer und fast 78.000 verwundete Brüder und Schwestern. Ich nenne euch diese Zahlen, aber sie werden noch ansteigen, während ihr euch dieses Video anseht. Und was nun? Was wird als nächstes passieren? Wie lange werden diese Ereignisse in Jerusalem andauern? Wird es keine friedliche Umgebung mehr geben, wie es zu Zeiten der jahrhundertelangen Herrschaft der Muslime war? Wenn euch diese Fragen in den Sinn kommen, lasst mich euch eine Frage stellen. Wie hoch ist die Einwohnerzahl von Israel? Weniger als 10 Millionen. Wie hoch ist die Zahl der Muslime auf der Welt? 2 Milliarden. Wir sind 200 Mal mehr. Aber aus irgendeinem Grund können wir nichts tun. Wenn ihr euch fragt, wie wir in diese Situation geraten sind, wurde die Antwort schon vor Jahrhunderten vom Propheten Muhammad, Friede sei mit ihm, gegeben. Er sagte, bald werden sich die Menschen gegenseitig einladen und sich gegen euch verschwören, so wie jemand, der isst und andere einlädt, sein Gericht zu teilen. Jemand fragt, wird das daran liegen, dass wir zu dieser Zeit weniger sein werden? Der Prophet, Friede sei mit ihm, antwortete, nein, ihr werdet zu jener Zeit viele sein, aber ihr werdet wie Schaum sein, der von einer Flut hinabgetragen wird. Und Allah wird die Angst vor euch aus der Brust eures Feindes nehmen und Wahin in eure Herzen legen. Jemand fragte, was ist Wahin? Der Prophet, Friede sei mit ihm, antwortete, die Liebe zur Welt und Abneigung gegen den Tod. Sie haben Palästina physisch besetzt und sie haben andere Muslime, 2 Milliarden Muslime in der Welt psychisch besetzt. Das ist die Quelle des Problems. Sie haben unsere Seelen, unsere Herzen besetzt. Vielleicht seid auch ihr besetzt worden, Brüder und Schwestern. Ihr ruft Slogans gegen Israel und sagt, freies Palästina, freies Jerusalem, Al-Quds. Aber ihr haltet euch nicht an das Gebot des Gebets, das vom Miraj, also aus Jerusalem, kam. Wie aufrichtig sind denn die Slogans, die ihr ruft? Ihr sagt Masjid Al-Aqsa, aber nehmt Kredite von zinsbasierenden Banksystemen auf, die von Israel kontrolliert wird. Ihr bezahlt sie, um euch ein Haus oder ein Auto zu kaufen. Wir sind in jedem Aspekt unseres Lebens weltlich geworden. Die Dinge, die wir sehen, die Dinge, die wir sagen, unsere Beziehungen, wie wir unsere Zeit verbringen, so viele Dinge in unserem Leben führen uns immer weiter weg von Allah. Warum, Bruder? Warum, Schwester? Warum wollt ihr nicht aufwachen, bevor der Tod euch weckt? Ist euch nicht klar, dass wir die Unterdrücker stärken, wenn wir unsere Religion nicht leben und praktizieren? Wir schwächen uns selbst. Die gleiche Wahrheit hat der japanische Kommandant vor langer Zeit erkannt. Er machte eine Analyse über unsere Geschichte. Er sagte, die Geschichte zeigt, dass die Muslime umso zivilisierter und entwickelter wurden, je mehr sie nach der Wahrheit des Islam und seiner Stärke handelten. Ebenso zeigt die Geschichte, dass die Muslime umso mehr Angst bekamen, zurückgingen und verschiedene Katastrophen und Niederlagen erlebten, je mehr sie sich von den wahren Werten des Islam entfernten. Je mehr wir an unserer Religion festhielten, je mehr wir sie praktizierten, desto stärker wurden wir. Und je mehr wir uns von unserer Religion entfernten, desto schwächer wurden wir. Genau das ist die Ursache und auch die Lösung des Problems. Tief in eurem Inneren fragt ihr euch vielleicht, was kann ich tun? Gibt es irgendetwas, das ich tun kann, um diese Situation zu verbessern? Bruder, Schwester, praktiziert eure Religion. Fragt euch selbst, verrichte ich das Gebet? Überprüft euer Leben, ob ihr Verbote verstößt oder nicht. Vielleicht sagt ihr, ich achte auf diese Dinge. Ich verrichte das Gebet. Was kann ich sonst noch tun? Bruder, tu das, was du tust, auf die beste Art und Weise, die du kannst. Was ist dein Fachgebiet? Videos bearbeiten. Kennst du dich mit Photoshop aus? Bist du gut in Technik? Bist du ein Programmierer? Was auch immer du gut kannst, mach es auf die bestmögliche Weise. Überlege dann, wie kann ich meine Fähigkeiten im Dienste des Islam einsetzen. Lass die Menschen, die dich ansehen, auch den Einfluss des Islam in deinem Leben sehen. Wenn es um euch herum Menschen gibt, die den Islam ablehnen, denk daran, wenn jemand sagt, dass der Islam unlogisch ist, kann ich ihm antworten? Kann ich beweisen, dass der Islam eine wahre Religion ist? Wenn eure Antwort kein eindeutiges Ja ist, dann gibt es ein Problem. Ich sag euch nicht, dass ihr auf eine Reise gehen sollt, um euch Wissen anzueignen wie in den alten Zeiten. Wir haben hier zum Beispiel einen YouTube-Kanal eröffnet. Jeden Tag berühren wir die Herzen von Millionen von Menschen. Towards Eternity ist nicht mein Kanal. Der Kanal gehört der Umma. Es gibt so viele Brüder und Schwestern wie ihr, die an diesem Werk beteiligt sind. Ihr solltet euch fragen, wie kann ich Fragen von Atheisten beantworten? Wie kann ich ihnen den Islam beweisen? Seht euch die Videos an und lernt daraus, aber bleibt nicht dort stehen, wie ihr gerade seid. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, behalten wir nicht einmal unsere Position. Wir gehen tatsächlich immer mehr zurück. Wenn ich diese Mentalität bekomme, wenn wir anderen helfen, diese Mentalität zu bekommen, können wir das erreichen. Dann werden unsere Worte freies Jerusalem, freies Palästina, Masjid al-Aqsa ernst gemeint sein. Nur dann können wir etwas bewegen. Dann wird weder Israel noch sonst jemand den Mut haben, die Muslime in der Welt anzutasten. Allah sagt im Koran, sie wollen Allahs Licht
nur mit ihrem Mund auslöschen. Aber Allah wird sein Licht vervollkommen, auch wenn die Ungläubigen es nicht mögen. Geschwister, ganz sicher wird Allah sein Licht vollenden. Aber wo werdet ihr zu dieser Zeit sein? Werdet ihr jemand sein, der daran teilnimmt? Oder werdet ihr ein gewöhnlicher Mensch sein, der nur an sich selbst denkt? Stellt euch vor, wenn wir diese guten Tage erleben, werdet ihr euch dann aktiv daran beteiligen? Oder werdet ihr euch all diese guten Dinge im Fernsehen anschauen und sagen, Mashallah, Brüder, Mashallah, Schwestern. Was von beidem wollt ihr? Als wir das Video beendeten, hat mich Bruder Shabi gebeten, etwas anzukündigen. Es gibt so viele Brüder und Schwestern, die etwas tun wollen, die Dawa machen wollen, die etwas über den Islam lernen wollen. Wir haben so viele Programme und Dawa-Schulen. Einige von ihnen sind online, einige mit Teilnahmepflicht. Wenn ihr euer islamisches Wissen verbessern und ein Teil dieses Teams werden wollt, könnt ihr uns eine Nachricht auf Instagram an Towards Eternity oder über WhatsApp senden.